Ja, hallo Herr Eickhoff. Hallo, guten Morgen. Schön, hallo. Dass Sie da sind. Bei diesem schönen Wetter hier in Mainz haben wir uns hier verabredet heute. Direkt am Wasser. Warum sind Sie hier in der Nähe? Sie sind zu Fuß gekommen, ne? Ich bin in der Tat mal zu Fuß gekommen. Heute mal nicht aus ökologischen Gründen, sondern einfach deswegen, weil unser Büro nur 100 Meter weg von hier ist. Und zum anderen ist halt einfach ein schöner Standort hier. Schöne Kombination, typische Mainzer Kombination aus alt und neu. Das haben wir hier öfter, insofern voll gewählter Standort, freuen wir uns auch, dass wir hier sein dürfen. Ja, also ich schlage einfach vor, wir gehen ein paar Schritte, damit wir, wenn wir unser Interview machen, auch ganz Corona-konform draußen, bei schönem Wetter, da macht es ja auch Spaß, da wären wir auch ohne Corona nach draußen gegangen, gehen wir einfach mal ans Wasser und unterhalten uns ein bisschen über Chancen. Sehr gerne. Gut, dann geht's los. Ja, Herr Eickhoff, jetzt stehen wir hier am Rhein. Wie oft gehen Sie hier denn so spazieren? Eigentlich so in jeder Mittagspause, wenn es irgendwie geht. Denn die Gelegenheit muss man einfach nutzen, wenn man so eine Location hier vor der Haustür hat. Also immer wieder gerne. Ja, wir sind mit den Chancenmachern unterwegs. Sie sind Chef der MBG in Rheinland-Pfalz. Würden Sie sich als Chancenmacher bezeichnen in dieser Funktion? Ja, auf jeden Fall. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Geschäftszweck, hier die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz nach vorne zu bringen. Das steht im Gesellschaftsvertrag. Dazu haben wir eine öffentliche Rückdeckung, eine Rückunterstützung. Insofern, das ist wirklich Inhalt unseres Tuns und von daher kann ich das guten Gewissens mit Ja beantworten. Gut. Herr Eickhoff, wir haben ein besonderes Jahr hinter uns. Das ganze Thema Corona hat alle geprägt. War das für Sie auch eine Herausforderung in der MBG? Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich eine ganz, ganz ungewohnte Situation, die sich da im März so anbahnte. Anfang März bis Mitte April, Ende April oder deutlich in den Mai hinein hat das Telefon praktisch nicht mehr stillgestanden. Es haben alle Unternehmer in Rheinland-Pfalz irgendwie gefragt, wer kann helfen, wie kann man helfen, was ist zu tun. Wir mussten uns rückversichern, was können wir jetzt eigentlich tun, wem können wir helfen, wie sind die Rahmenbedingungen. Insofern waren dann auch wir gefragt, und uns zu informieren, damit wir den Unternehmern etwas sagen konnten. Insofern eine ganz, ganz spannende Situation, wo wir eben zwischen den Unternehmern und den Hilfegebern von Bund und Land eben gehangen haben. Aber war spannend, herausfordernd und ich glaube, das Ergebnis war auch gut. Ja, ich würde ganz gerne mal bei den Chancen bleiben. Ich sage mal allen, Sie sollen einen Gegenstand mitbringen, den Sie mit Chancen verbinden. Haben Sie auch was mitgebracht? Ja, natürlich habe ich etwas mitgebracht. Es ist ein ganz banaler Schlüssel. Insofern ein banales, alltägliches Symbol, aber aus meiner Sicht eben auch ein sehr, sehr aussagekräftiges Symbol. Inwiefern? Schlüssel einfach als das, was wir brauchen als Menschen. Wir müssen raus aus dem Lockdown früher oder später. Wir müssen raus aus dem Gefühl des Eingesperrtseins. Da steckt der Lockdown schon, das Eingeschlossensein drin. Insofern der Schlüssel eben wieder für den Menschen rauszukommen, am Leben auch teilzunehmen. Für die Wirtschaft gilt dasselbe. Ich denke, die vielen Gewerbetreibenden, die Gastronomen, die haben einfach ein existenzielles Bedürfnis, den berühmt-berüchtigten Schlüssel in die Hand zu nehmen und ihre Ladentür wieder aufzusperren, weil sie es einfach brauchen. Und dasselbe gilt am langen Ende auch für die MBG. Die MBG eben als Türöffner für neue Finanzierungen. Wir können eben Unternehmen unterstützen, indem wir die Eigenkapitalbasis stärken und damit die Türen öffnen für die Finanzierungen, die dann in der Folge von der Bank oder von Dritten darzustellen sind. Insofern haben wir da als MBG tatsächlich auch eine Türöffnerfunktion und auch das symbolisiert der Schlüssel, glaube ich, ganz gut. Genau, ich wollte mal auf die Besonderheit der MBG hinkommen. Sie sind nämlich kein Kreditinstitut, sondern Sie sind tatsächlich auch jemand, der Eigenkapital gibt, manchmal auch kombiniert mit der Bürgschaftsbank, also das ist oft in Personalunion, wenn man das bundesweit betrachtet. Was ist das Besondere an den MBG, wenn Sie einen Werbeslogan sagen dürfen, was machen Sie und wo sind Sie eigentlich aktiv? Welche Unternehmen sind für Sie interessant? Da möchte ich jetzt mal Rheinland-Pfalz spezifisch antworten. Also die MBG in Rheinland-Pfalz hat die Besonderheit, dass wir ausschließlich typisch stille Beteiligungen herausgeben. Sprich, wir haben keine offenen Beteiligungen, sondern wie gesagt typisch stille Beteiligungen im Sinne auch des HGB.
das hat... Was heißt HGB? Das Handelsgesetzbuch ist ganz typisch im Rechtssinne, hat zwei Konsequenzen. Einerseits werden die stillen Beteiligungen als Eigenkapital eben wirtschaftlich anerkannt. Auf der anderen Seite mischen wir uns als MBG nicht in die Belange der Geschäftsführung des Unternehmens ein, sondern wir sind in der Rolle mehr Kapitalgeber. Insofern liegt der Schlüssel oder ist das Interessante an uns, wir stärken das Unternehmen, wir sprechen aber nicht mit. Und das ist, glaube ich, eine ganz reizvolle Kombination, wenn der Unternehmer weiß, meine Bilanz ist jetzt stärker, aber ich muss meine Geschäftsführungsbefugnis nicht teilen und nichts abgeben. Insofern vielleicht eine interessante Kombination. Auch für die Unternehmen attraktiv. Wenn Sie mal so auf Chancen blicken, wo würden Sie sagen, sind wir im Moment vielleicht auch in Rheinland-Pfalz, aber auch insgesamt in Deutschland, wo verpassen wir da vielleicht Chancen? Das zentrale Stichwort dazu aus meiner Sicht ist Digitalisierung. Digitalisierung prügeln wir als Wort seit vielen Jahren durch die Gegend, aber die Corona-Krise zeigt jetzt mit großer Deutlichkeit, an welchen Stellen wir da einfach Umsetzungsdefizite noch haben. Sei es eben Homeschooling, sei es auch Homeoffice, was jetzt flächendeckend stattfindet und was dann einfach schwierig wird, wenn die digitale Infrastruktur da einfach Lücken aufweist oder nicht so stark ist, um wirklich diese Anforderungen abdecken zu können. Wenn Sie auf die Unternehmen in Rheinland-Pfalz gucken, auch an denen Sie sich jetzt schon beteiligt haben, sind denn eigentlich die Stärken gerade hier in diesem Bundesland? Also ich denke, die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist unwahrscheinlich breit aufgestellt. Da gibt es Global Player wie BASF oder wie Schott hier in Mainz. Da gibt es ganz kleinteilige mittelständische Strukturen. Es gibt starke Landwirtschaft und den Weinbau. Und was natürlich auch genauso wichtig ist, wir haben insbesondere in den Universitätsstädten natürlich ganz innovative Start-ups, Forschungsunternehmen. Also auch diese Szene ist in Rheinland-Pfalz stark vertreten, sodass halt insgesamt wirklich eine sehr breite wirtschaftliche Basis haben. Und aus meiner Sicht kann das eben auch helfen, aus so einer Krise zu kommen, wenn ich breit aufgestellt bin und nicht an irgendeiner Branche ganz speziell hänge. Ja, und es ist ja weltberühmt geworden jetzt durch den BioNTech-Impfstoff, der ja hier bei Ihnen vor der Tür sozusagen entwickelt wurde. Waren Sie nicht beteiligt, aber man kann auch nicht an allem beteiligt sein. Alle sagen jetzt wahrscheinlich, hätten wir es mal gemacht irgendwann, aber das ist natürlich, war ja überhaupt so nicht absehbar. Ich würde gerne noch mal persönlich fragen, gibt es irgendwas, bei dem Sie sagen würden, hier habe ich in meinem Leben eine echt große Chance ergriffen und wenn ja, welche? Mein Wechsel zur Bürgschaftsbank oder auch zur MBG am langen Ende war, glaube ich, wirklich so eine Chance. Also ich war seinerzeit noch nicht lange im Landesförderinstitut, als das Thema Gründung einer Bürgschaftsbank und einer eigenständigen MBG überhaupt erst aufgekommen ist. Und irgendwo hatte ich da direkt den Drang zu sagen, ja, ich arbeite in dieser Projektgruppe mit und bin sozusagen wirklich Kind der ersten Stunde, der erst im Jahre 2011 gegründeten Bürgschaftsbank und der MBG. Insofern, das war so eine typische Situation, das macht man nur einmal im Leben, ein ganz neues Institut so zu gründen und dabei zu sein. Und wie gesagt, habe da bis heute auch alle Stufen des Berufslebens da mitgemacht. Ja, Herr Eickhoff, vielen Dank, dass wir uns hier treffen konnten. Wir werden jetzt weiterziehen mit unserem Chancenbus von Rheinland-Pfalz erstmal wieder nach Berlin. Aber von da aus geht es dann auch wieder weiter. Dankeschön. Ja, alles Gute, vielen Dank.